Erledige Mr. Cheng. Ja, jeder übernimmt jetzt einen anderen Gangster hier. Ich verstehe nicht, warum das Spiel heute ruckelt. Ich verstehe es nicht. Aber gut, so, Moment, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Okay, ich habe noch Platz auf der Platte frei. Weil ich habe nämlich hier noch ein paar Aufnahmen rumliegen. Und ich wollte jetzt nur sicher gehen, dass ich genug Speicherplatz auf der Aufnahmeplatte übrig habe. Aber es sind noch 700 GB, also sollte das kein Problem darstellen, dass ich das Spiel jetzt noch fertig aufnehme. So. Hey Lamar, that was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just wanna be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Mike and Trevor too. We grateful. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? All right, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. So, ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei Franklin. Weil wir müssen dann sowieso wieder umschalten, also von dem her ist es egal. So, ich habe auch noch ein bisschen Panzerung übrig, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Wir haben noch 1,3 Kilometer. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich weiß bloß gar nicht, was ich mache. Soll ich mal hier einfach mal Haftbombe ausgerüstet? War gerade wieder ein kleiner Frame-Einbruch. Ich bitte das zu entschuldigen, weil ich will jetzt nicht wegen den letzten paar wegen dieser einen Mission hier. Jetzt will ich jetzt nicht den Rechner unbedingt neu starten. Das ist Blödsinn, Alter. Hatte ich gerade Glück. Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'm gonna do it now. Yo, Sasso. Oh, war das falsche Auto? Das tut mir aber leid. You dudes ain't gonna have no more triads coming after. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey ho! Who's up? We still gotta do Stretch and Agent Haynes. So, dann wechseln wir zu Trevor. Gucken, wo der rumgammelt. Erledige Haynes. Ah, ich weiß schon. Moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! Grr, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Oh, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. Hi. Okay, der hockt auf dem Riesenrad und dreht anscheinend irgendwas. Das Einfachste, was wir machen, ist, wir holen die Sniper raus und geben dem Typen Headshot.
Wo ist denn der jetzt genau? Nehmen wir mal die Schallgedämpfte. Hat die Schalldämpfer? Hat die Schalldämpfer? Die hat Schalldämpfer. Alles klar, ich denke wie immer an alles. What? No, I know it's really good. Just do a cutaway. No, I'll pick it up. No, I'll pick it up. I got something good. Ready? Oh my God. Headshot. Guy, what's his name? He shot him. Häng die Bullen ab. Ich wette 1 Milliarde Euro, dass mein Auto jetzt weg ist. Halt die Fresse, Bulle. Kotz mich nicht an jetzt hier. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Oh, mein Auto ist nicht weg. Ach. Welch Wunder, welch großartiges Wunder. Ja, ich habe gerade 1 Milliarde Euro verloren, aber... Da ihr das sowieso erst in einer Woche oder so sehen werdet, ist es sowieso egal. Also. Schade, ich wollte jetzt hier runterfahren und mich unter dem Pier verstecken. Boah, ich dachte schon, ich habe einen Platten. Ja, ja, tschüss, Bullen. Tschüss. Kommt nochmal. Am Arsch lecken. Okay, ich muss mir mal kurz eine Markierung setzen. Und zwar brauche ich eine Markierung nach... Hier, glaube ich. Hallo, Markierung. GPS. Hallo, machst du was? Lächerlich. Okay, wenn ich also Fahndung habe, darf ich kein GPS-Signal setzen oder so. Okay, gut, dann nicht. Lächerlich, aber okay. Ich finde schon meinen U-Bahn-Schacht, keine Angst. Oder schaffe ich es bis zum Los Santos Customs, dass die Sterne blinken? Ja, die Sterne blinken, das heißt, ich kann reinfahren. Ja. Yeah. Bei der Gelegenheit könnten wir jetzt eigentlich noch Trevors Auto tunen. Good to go. Komm, das mache ich jetzt einfach noch ganz schnell. Das mache ich jetzt einfach mal noch ganz schnell, damit wir auch mal wirklich jedes Auto getunt haben. Oh, das sieht besser aus. Ja, das sieht gut aus. Oh, Bullenhörner, geil. So, Scheinwerfer. Neon Kids, na, das passt nicht so wirklich zu dem Auto. Alter, Eisweiß sieht gut aus. Hätten sie die Rostflecken aber auch noch überlackieren können, aber gut. Nehmen wir den hier, das drauf, das drauf. Felgen, das ist ja ein Geländewagen, da müssen da auch Geländefelgen drauf. Machen wir auch Eisweiß, würde ich sagen. Dann Tuningreifen, Schusssicher. Ach, Schusssicher haben wir schon drauf. Krass. Ja gut, bei Fenster verändert sich nichts.
So, da haben wir mal ganz schnell noch Trevors Auto getuned. Hey, Lester! I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. A Meriwether team was dispatched to protect him in his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Dang! Whatever. I'll go up there and get him. So who we got, man? Harold Stretch Joseph. Still outstanding. I'm taking care of him. Gut, dann rüber switchen zu Michael. Ich hab den sein scheiß Auto echt nicht getuned, ey. Aber egal, erledige Stretch. Abgehoben. Tschüss, war schön mit euch. Ich mache hier kurz einen Prozess, da kenne ich nix. So, 2 Stunden 55, Alter, wie lange die letzte Mission dauert. I'm clear. Your pal Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who ganked us, homie. Thanks. So who we got, man? I'm picking up Devin Weston so we can have some fun with him. Now don't worry, I won't get started till we're all together. Not properly, at least. Ja, da ist natürlich Trevor der richtige Mann dafür. Ja, jetzt funktioniert das GPS echt toll. Bringt jetzt auch nichts mehr. Ich wünschte, ich hätte Trevor noch ein bisschen Panzerung gekauft. Aber gut, ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Devin hat sich mit Meriwether-Wachleuten umgeben. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Entführe Devin. Na, das machen wir doch gerne. Zuallererst mal Schall gedämpft. Alles klar, die Hecke, ein unüberwindbares Hindernis und ich knall hier wieder irgendwo gegen und kletter ich halt hier drüber. So, soll ich an das Auto mal C4 machen? Ich weiß nicht. Wir haben Cops in! Protect the double! Ja, so viel zum einfachen Weg. Wir haben einen Mann down! Loser! How much does this asshole pay you? I hope it was worth that! Take that shit head down! Say something! Man down! Come out! And we are from the Foundry team! You are mine! Compton! I'm a walking combat situation, assholes! Come out! Fuck you! I'm getting kinda bored of killing you, pricks! Langsam wird's langweilig, euch Wichser umzubringen. Wo ist er denn? Ich glaube, der ist abgehauen, oder? Ist er abgehauen? Ja, moin! Halt die Fresse! Raus! Ah, gut, dass ich keine Haftbombe dran gemacht habe. Begib dich zum Treffpunkt. 6 Kilometer. Ich würde sagen, das genießen wir. Mr. Weston, let's take him out of the city, make him disappear. Meet me on the cliffs off the GOH, Chilliad Mountain State Wilderness. Trevor sagt nur so, ja, langsam wird's langweilig, euch Fixer umzubringen. Ja, aber wo er recht hat, oh. Ja, ich würde sagen, diese letzte Fahrt im regulären Let's Play, sage ich mal,
Fahren wir in der Ego-Perspektive. Let me out of here! Find a happy place, you zen cock! The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you, apart from the obvious hygiene issues. Michael caused me problems, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't, and the people who ain't gotta go. Me, I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes! That's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here! Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh, yeah, fellow entrepreneur. Let me buy a steak and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. Grow you! Tja, du kannst uns geben, was du willst, aber du wirst uns nicht davon abhalten, dich kalt zu machen. My friends won't be happy if I empty a clip into the trunk. So, noch 1,5 Kilometer. Take the money! Let me go! Go meditate, you phony prick! You shit snake! Done! Hey! Klasse, ey, wegen dem scheiß Hurensohn hab ich jetzt noch Bullen bekommen. Echt geil. Das war jetzt wieder so unnötig. Aber wenn ich die Typen da jetzt nicht abgeknallt hätte, dann weiß ich nicht, hätten die mich hier noch rausgeschossen aus dem Auto und darauf habe ich echt keinen Bock. Ja klar, sehen die mich, natürlich. Sind so 10.000 Kilometer vor mir, ja, die sehen mich. Alles klar, GTA. Gucken in den Rückspiegel. Ah ja, da ist das Auto. Ja, wenn ich da runterfahre, komme ich nicht mehr hoch. Das ist nicht sehr empfehlenswert. Komm schon, ernsthaft, lasst mich doch in Ruhe. Ey, nur wegen so einem Drecksmotorradfahrer. Sorry, das hier ist jetzt echt unnötig, GTA, echt. Ich fahre so einen blöden Motorradfahrer an, ja, die rasten da direkt aus, wollen mich erschießen. Wenn ich jetzt einfach weitergefahren wäre, dann hätten die mich hier wahrscheinlich irgendwie aus dem Auto rausgeschossen. Auf hätte ich echt gar keinen Bock gehabt jetzt. Ist klar, dass da natürlich ein Polizeiauto spawnt. Völlig unrealistisch erstens mal. Ja, da vorne ist ein Los Santos Customs. Da will ich hinfahren. Natürlich spawnt da ein Polizeiauto. Macht natürlich richtig Sinn. Getting out of here. So. Excuse me, my car!
This is why the people I put in my trunk are usually dead. Alles klar. Wenn ich jetzt Fahndung bekommen hätte, bloß weil ich gehupt habe und das Polizeiauto an mir vorbeigefahren ist, da hätte ich jetzt hier direkt Rage Quit gemacht, glaube ich. You're a dead man. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Guck mal, das war nicht mal mehr weit. Nein, scheiß Motorradfahrer müssen mich abschießen. Echt lächerlich, ey. Echt lächerlich. You don't want me as an enemy. This is why people want to kill you. You won't shut up. Here we are, Slick. With a few minutes for some one-on-one time. So. Ja, das ist doch ein schöner Ort zum Sterben, oder? Wir sind auch noch gnädig, wir zeigen ihm noch einen schönen Ort, bevor er sterben darf. Oh. Oh, Musik. Ich weiß nicht, ob ich die benutzen darf. Hey, we good, T? Never better, amigo. Good. Franklin? I'll be here. Ja, genau, schmeiß weg. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one, is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No. Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. So, erledige Devin. Halte gedrückt, um das Auto zu schieben. Ja, das wird wohl eine Seebestattung. Ob das reicht? Hey, der lebt doch noch, ganz ehrlich. Okay, jetzt nicht mehr. Obwohl, mit ein bisschen Glück. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. Alright then. As, flawed, awful, totally uncomfortable and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man. You two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Rockstar North. Producer and Game Designing. Und ja, hier läuft gerade keine Musik, weil ich die abgeschalten habe.
Ja, gut, auch schön. Ich glaube, dass die Musik, die hier im Abspann läuft, sogar, glaube ich, Copyright geschützt ist. Deswegen ist es eigentlich ganz gut. Da werde ich mal gucken, dass ich irgendwie lizenzfreie Musik hinterlegen werde. Auf jeden Fall. Ja, wir sind fertig mit GTA 5. Leckt mich am Arsch. Es war ja... Jetzt auf den Schluss zu noch ein bisschen habe ich, aber haben wir alles ganz easy XP hinbekommen. Ja. Ich muss sagen, GTA 5 hier am PC, geile Grafik. Ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. Und es ist so ungewohnt, dass hier keine Musik läuft. Aber ja, ich kann das Spiel nur empfehlen. Story-Modus ist echt gut gemacht, finde ich. Online-Modus natürlich auch gut gemacht, war richtig Fun zu spielen. Ja, das hört sich jetzt so an, als würde ich Werbung für das Spiel machen wollen. Mache ich eigentlich auch, mache ich sehr gerne. Also GTA 5 ist eindeutig sein Geld wert, sage ich mal. Kann man spielen, muss man spielen, je nachdem. Also ich fand es sehr gut. Ich bin teilweise auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Hier und da gab es natürlich einen Fail, aber ganz ehrlich, ist ja ganz normal, dass man hier und da bei der Mission mal failt. Jetzt in der Aufnahme, da gab es diesen einen Fail, wo ich hier da hochgeklettert bin, dann ist der Typ da neben mir gespawnt, glaube ich zumindest, dass der da direkt neben mir gespawnt wurde. Aber naja, gut. Ich würde sagen, das war's jetzt auf jeden Fall mit GTA. Ob es endgültig vorbei ist, weiß ich nicht. Ich werde da mal auf euer Feedback warten. Bitte, wenn ihr das seht, schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch die, die Nebenmissionen machen soll in so eigenen Folgen, sage ich mal. Oder ob ich das einfach weglassen soll. Wenn ihr sagt, ne, das interessiert euch nicht, dann lasse ich es weg. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen es unbedingt sehen, dann werde ich es natürlich machen. Und ja, falls ich kein Feedback bekommen werde, dann werde ich wahrscheinlich einfach machen, wie ich Lust habe. Wenn ich sage, ach, ich habe jetzt Lust, die Nebenmission noch zu spielen, dann mache ich's. Und wenn ich keine Lust habe, dann ja, war's das. Dann kommt halt einfach nichts mehr. Aber mit der Story sind wir jetzt dann auf jeden Fall durch. Obwohl, ich weiß gar nicht. Kommt noch was? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt nichts mehr jetzt. Das war's eigentlich. Ja, storymäßig ist jetzt Feierabend. Doch. Okay, ich glaube, eine Mission kommt noch nach dem Abspann. Aber ich glaube, die machen wir sogar noch. Aber, ja gut. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich noch groß sagen soll. GTA 5, klasse Spiel. Muss man unbedingt haben. Hier und da ein bisschen sinnlos. Aber gut, das ist... Ja, das ist halt einfach GTA-Logik. Ne? Einfach ganz kurz gesagt GTA-Logik. Ich lasse euch jetzt auf jeden Fall mit dem Abspann alleine. Wie gesagt, ob es weitergehen wird mit den Nebenmissionen oder nicht, hängt von euch ab. Und ja, dann bedanke ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich sehr bei euch. Und ja, wir haben es geschafft. Es ist fertig. Ach ja, schön. Ja, in der letzten Folge noch, ich habe das Auto getuned, beziehungsweise in der letzten Mission. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play wieder, beziehungsweise geht ja Minecraft Infinity weiter. Da werden wir uns dann wiedersehen, beziehungsweise hören. Ich lasse euch jetzt mit dem Abspann alleine. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, der KKF, der Gamer.
Midnight.